In den letzten Tagen konnten wir so einiges an Erfahrung sammeln, was diese Plattform betrifft. Positive wie auch negative. Und aus diesem Grund habe ich beschlossen, aus der Feststellung heraus, solche Plattformen rentieren sich nur, wenn du am ersten Tag mit dabei bist. Und nur dann. Ich habe aus diesem Grund beschlossen, euch diese Plattform nur vorzustellen, wenn sie gerade ihr Audit bekommen haben. Und sobald das Audit stattgefunden hat, dann werde ich euch diese Plattform auch vorstellen und dann könnt ihr selber entscheiden, was ihr damit machen möchtet, ob ihr das Risiko nehmen möchtet oder nicht. Was ich euch bei so einer Plattform dann empfehlen würde, wäre nur der Plan 1. Schließlich bist du am ersten Tag mit dabei, die trudeln gerade erst ein, die Leute, ihr seht, das ist noch ganz wenig, hui, da sind ein paar Wale reingekommen. Aber ist natürlich trotzdem noch recht wenig im Vergleich zu den anderen Plattformen. Aber das müsst ihr dann selber entscheiden, ob ihr da mitmachen wollt. Rein von meinem Gedankengang her ist, wenn jetzt alle reingehen und nicht jeder nimmt wahrscheinlich nur die 14, sondern auch 21, 28 und sowas. Und wenn ihr dann nur die 14 nehmt, dann habt ihr eigentlich gewonnen. Denn erst ab dem 14. Tag können sie ihr Gesamtes herausholen und bis dahin können sie halt nur das withdrawen, was die halt irgendwo auch reingesteckt haben. Und nach einiger Zeit hast du ja dein Hineingestecktes auch wieder raus. Ich habe mit einem der Haze Audit Teammitglieder gesprochen und der hat gemeint, wenn die Plattform erstmal geaudited ist, wenn alles geprüft wurde, dann läuft die Plattform, dann hat auch keiner mehr Zugriff darauf und es kann auch kein Rugpull mehr passieren und sowas. Das hat mich da bei sowas schon recht beruhigt. Finde ich cool, finde ich gut. Deswegen ist so ein Audit von Haze extrem wichtig. Sowas solltet ihr dann immer prüfen. Vorher würde ich da gar nichts machen. Und dann müsst ihr für euch selbst entscheiden, ist euch dieser Profit, den ihr da mitnehmen würdet, ist euch dieses Risiko wert? Das müsst ihr dann selbst entscheiden. Aber einen gewissen Betrag ist natürlich relevant, aber das Risiko dann auch umso höher. Aber von meinem Gedankengang, was kann dann schlimmstens passieren? Also wenn du wirklich der Erste bist oder einer der Ersten. Die, die danach kommen, die haben dann dementsprechend verloren. So funktionieren diese Schneeballsysteme. Aber bitte alles auf eigene Gefahr. Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen halt eben negative Erfahrungen mit diesen Plattformen gemacht, aber nicht, weil ein Rugpull stattgefunden hat oder so, aber weil wir halt aber auf einigen Plattformen einfach zu spät waren. Und deshalb bin ich da jetzt recht gut vernetzt und werde euch regelmäßig informieren, wenn ich gute Plattformen finde, die sofort, ja, die kürzlich gestartet sind, dass ihr da dann selbst entscheiden könnt, was ihr macht. Ansonsten ja, der Link zu der Seite ist in der Videobeschreibung. Ihr seid erwachsen, ihr wisst, was ihr tut und wenn ihr das Risiko tragen wollt, dann könnt ihr das tun. Ist komplett euch überlassen. Ich tue da vielleicht ein BNB rein und möchte einfach aus Erfahrungsgründen, ich möchte mal sehen, wie lange die Plattform dann auch macht, ob das auch alles klappt, so wie ich es auch gerade besprochen habe. Aber klingt ja eigentlich logisch, oder nicht, Leute? Okay, trefft eure eigene Entscheidung. Ihr seid in den ersten Minuten mit dabei. Ciao.